Herzlich willkommen beim Whisky Wichse. Der Patient des heutigen Tages ist der Lagavulin 8 Jahre. Happy Birthday, Lagavulin wird 200. Und anlässlich dieses Jubiläums haben sie den Single Malt Whisky hier auf den Markt gebracht. Hat im Vorfeld ein paar Diskussionen gegeben. Warum? Er kostet dasselbe wie der 16-Jährige und ist halb so alt. Den 16-jährigen Lagavulin habe ich schon probiert, blende ich euch hier mal einen Link zu meinem Verkostungsvideo ein. Und für mich ist der 16-Jährige der Standard schlechthin. Relativ weit verbreitet, dadurch, dass er Teil der berühmten The Classic Malts of Scotland Serie ist. Und man bekommt einfach was für sein Geld. Ja? Man bekommt einen Islay Whisky mit einem gewissen Rauchanteil, mit einem gewissen Sherryfassanteil, mit einem ordentlichen Alter und einem ordentlichen Preis. Der liegt schon seit Jahren konstant bei 50 Euro. Ja, deswegen, die Erwartungshaltung an diesen 8-Jährigen ist relativ hoch. Abgefüllt ist er mit 48 Volumenprozenten, da gibt es immerhin 5 mehr als beim 16-Jährigen. Er ist infolgedessen nicht kühl gefiltert, aber meines Wissens ist er gefärbt mit Farbstoff Zuckerkohle. Ja, ebenfalls eine Mischung aus Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässern. Lagavulin, die Brennerei an sich, liegt im Süden der Insel Islay, in direkter Nachbarschaft zu Laphroaig und Ardbeg. Die beiden haben letztes Jahr ihr 200-jähriges Bestehen gefeiert, 2015. Hatten auch Sonderabfüllungen anlässlich dieses Jubiläums. Bei Ardbeg gab es den Perpetuum. Habe ich auch probiert, habt ihr oben auch mal einen Link, könnt ihr euch mal angucken. Hat mir gut gefallen, auch wenn er einen ordentlichen Preis dran stehen hat, nach wie vor. Und bei Laphroaig gab es zum Jubiläum einen 15-Jährigen. Der lag preislich so in Höhe des 18-Jährigen. Ja, ich bin gespannt, was er kann. Der 16-Jährige gehört mit zu meinen Lieblingswhiskys. Und wie gesagt, ich bin voller Erwartung. Boah, der sitzt fest. Fällt sehr hell aus, obwohl er gefärbt ist. Man schaue hier, der ist. Also fahles Stroh wäre übertrieben, ne? Der fällt klar plus 2. Der von der Farbe her, ich würde sagen, der ist von der Farbe wie der Wolfburn, den ich neulich probiert habe. Die haben ja jetzt auch einen 3-jährigen Single Malt Whisky rausgebracht. Der reift in Quarter Casks, ehemalige Laphroaig Quarter Casks. Das sind kleinere Fässer, der kriegt dann auch schon Farbe mit nach 3 Jahren und der fällt von der Farbe ähnlich aus. Und da steht plus Farbstoff Zuckerkohle drauf, ich weiß ja nicht, ne? Ja. Also ich persönlich. Der erste Eindruck ist jung. Ich rieche, dass es ein junger Whisky ist, denn wenn ich einen rauchigen Whisky im Glas habe und der ist jung, dann hat der Rauch für mich so eine Kunststoff-Plastik-PVC-Bodennote. Und weil der Rauch noch nicht komplett oxidiert ist oder sich noch nicht in komplexere Aromen abgebaut hat und das habe ich hier. Ganz deutlich. Also ich rieche sofort, dass es ein junger Whisky ist. Und ich habe irgendwo habe ich gelesen, Tasting Notes, wenn man eine Chips-Tüte frisch aufreißt. Und das unterschreibe ich hundertprozentig. So, hier Paprika-Chips-Tüte auf Nase rein. Und es ist es. Das liegt ja so im Hintergrund, dieses ja, bisschen malzige, getreidemäßige mit Paprika-Edelsüß. Dieses Kunststoff-Plastik-mäßige, das verfliegt jetzt. Der Rauch von der Intensität ist nicht so krass, ne? Also ist schon mal gar nicht phenolisch-medizinisch. Und von der Intensität auch viel weniger als beim 16-Jährigen. Ich würde jetzt mal sagen, so 20 ppm, mehr ist es nicht. 15 bis 20, geht so in die Talisker-Richtung, mehr ist es nicht. Hier hinten so ein Hauch von der Vanille, aber das ist noch keine kräftige Vanille, das geht eher so in die Puderzucker-Richtung. Hauch Kräuter kommt da mit. Und so ein Hauch von der Frucht. Aber wirklich, mit Fantasie findet man da eine Frucht. Stachelbeere, könnte es sein? Weiß ich nicht. Muss ich erstmal probieren, vielleicht finde ich danach eine Frucht. Der Alkohol schön eingebunden, da brennt nichts. Toll. Rauch kommt, Jod kommt, Teer kommt, einmal über die Straße geleckt. So eine gewisse,
Ja, eine richtig krasse Erdnussnote, geröstete Erdnüsse trifft's hundertprozentig. Krass, habe ich so noch nicht gehabt. Keinerlei scharfe Bestandteile, Fehlaromen, metallische Jugend, nichts da. Also der ist schön ausgewogen im Geschmack. Gefällt mir, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen, ich bin mit einem gewissen Zweifel hier an die Flasche rangegangen. Die Nase hat meine Zweifel bestätigt, aber im Geschmack reißt das raus. Also diese Erdnuss zusammen mit dem Rauch und dieser gewissen maritimen Note leckt mich im Arsch. Ja, dieses, was ich am Anfang gerochen habe, dieser Kunststoff, dieser Plastik, PVC, das ist jetzt weg. Nee, das gibt jetzt ein schönes Gesamtbild. Man riecht jetzt auch so einen Hauch von Sherry. Aber kein süßer Sherry, kein Pedro Ximenez. Das wären Oloroso-Fässer gewesen sein, die da eher ein bisschen Frucht abgeben statt Süße. Aber immer noch schwierig, hier eine Frucht auszumachen. Schwierig. Und tatsächlich sowas wie so Milka-Schokolade, Milchschokolade, die sich jetzt mit dem Rauch vermischt, mit diesem Hauch Sherry. Ja, jetzt wird er echt angenehm in der Nase. Und jetzt würde ich ihm auch abkaufen, dass er 10 oder 12 Jahre hat. Also, die Fässer, da hat man sich nicht lumpen lassen. Zum Jubiläum hat man einen jungen Whisky abgefüllt, ja, aber man hat richtig gute Fässer genommen. Und das mit 48 Volumenprozent abgefüllt, ja, dann kann ich mich mit der Flasche so langsam anfreunden. Ganz dezente Zitrusfrucht, die aber so einen süßen Touch hat. Ja, im Geschmack ist die Vanille da. Dann kommt der Rauch mit dieser Erdnuss und trägt das Ganze schön hinten raus. Wirklich 1A eine geröstete Erdnuss. Hammer. Also, das ist der Knabberkram-Whisky für abends beim Fernsehgucken. Ja, hat mich positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Allerdings, ich finde den Preis schon heftig. Klar, irgendwo ist er schon gerechtfertigt. Das ist die Flasche zum 200-jährigen Jubiläum. Limitierte Stückzahl, einen erhöhten Alkoholgehalt. Irgendwo ist der Preis schon gerechtfertigt. Mal gucken. Also ich hoffe nicht, dass der dann irgendwann den 16-Jährigen ersetzt. Ja? Und der 16-Jährige, der gefällt mir einfach zu gut und hat ein zu gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, als dass ich für denselben Preis ihm diesen 8-Jährigen vorziehe. Er ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Wunderbarer Geschmack, leichte Schwächen im Aroma. Ich sehe ihn aber preislich eher so bei 35 Euro. Würde er so viel kosten, würde ich ihn blind empfehlen. Ja, probiert ihn aus, wenn ihr noch eine Flasche kriegt. Ich habe gesehen, der erste Schwung ist schon direkt vergriffen. Mal gucken, ob da noch was nachkommt. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!